Brockmann, was ist heute hier passiert? Ja, heute Nacht hat sich hier auf der Kreuzung Max-Brauer-Allee, Holzenstraße, ein großer Rohrbruch ereignet. Also da haben wir eine Hauptleitung, die hier langfließt. Die ist leider gebrochen, dadurch ist viel Wasser ausgetreten und hat die Fahrbahn unterspült. Und deswegen müssen wir leider die Kreuzung komplett sperren und jetzt erstmal gemeinsam mit der Polizei und der Baufirma gucken, wie hier der Verkehr weiter daran vorbeifließen kann und vor allen Dingen, welche Arbeiten wir jetzt verrichten müssen. Wer hat Sie informiert? Wir haben das durch den Druckabfall bemerkt. Also wenn so viel Wasser austritt, dann kriegen wir das auf unserer Leitstelle mit. Und die Kollegen haben sich das dann vor Ort direkt angesehen und festgestellt, dass hier gehandelt werden muss. Und natürlich sofort die Leitung vom Netz genommen und die Straße gemeinsam mit der Polizei dann gesperrt. Wie lange rechnen Sie, wird das alles dauern? Es ist jetzt schwer zu sagen, weil wir zunächst mal den gesamten Fahrbahnuntergrund uns ansehen müssen. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil Sie an verschiedenen Stellen hier aufbauen müssen, um zu gucken, wie sieht es denn eigentlich darunter aus. Aber man kann schon davon ausgehen, dass es mehrere Tage dauern wird. Genaues können wir dann aber erst morgen sehr wahrscheinlich im Verlauf des Tages sagen, wenn wir die Ergebnisse haben. Wie passiert sowas? Ist das einfach Materialermüdung? Es gibt immer verschiedene Ursachen, aber hier im Kreuzungsbereich liegt natürlich die Vermutung nahe, dass der Verkehr eine große Rolle spielt. Sie haben viele Fahrbahnen, auch viel Lkw-Verkehr, Busverkehr, der hier natürlich zum Stehen kommt, wieder anfährt. Das führt alles zu Erschütterungen und dadurch kann so ein Rohr dann brechen. Aber wir lassen solche Rohrbrüche vom TÜV untersuchen und können dann erst danach dann genau sagen, woran es gelegen hat.